Hallo und herzlich willkommen zum Deutschlandmagazin, zur neuen Ausgabe, zur Nummer 11. Endlich ist sie da. Ja, wir grüßen euch hier aus dem Studio. Kate und meine eine sagen ein herzliches Grüß Gott an alle, die da draußen zugucken. Hallöle. Ja, die Sommerpause ist vorbei. Kate, Sommer war, was hast du getrieben? Ach Gott, also meine Base gechillt. Ansonsten war viel um die Ohren, viel Stress, Tischtennis, naja, Urlaub, ja. So nebenher mal kurz Urlaub machen und nebenher auch nochmal kurz mit dem Radl von Wien, von Passau nach Wien. Ja, genau. Jetzt schon von Wien nach Passau, wäre jetzt wurscht gewesen, das ist ja die Distanz, ne? Aber ja, mit dem Radl von Passau nach Wien gefahren, das mal so kurz nebenbei, macht man halt mal so, ne? Wie war es in Wien? Super, also ich muss sagen, die Tour an sich war auch mega, nur zu empfehlen. 4 Tage waren wir mit dem Fahrrad unterwegs, weil, also ich muss sagen, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber vom Parkinson hat sich von mir auch was verändert, dass ich danach von den Tabletten habe runterdosieren müssen. Okay. Also ich habe die Woche habe ich einfach gemerkt, dass es, ja, irgendwas hat sich auf alle Fälle bei mir getan. Zum Positiven. Ja. Super. Also ab aus Radl und ab nach Wien. Gut, für euch aus Norddeutschland ein wenig schwieriger. Aber wir müssen ja auch nach Oldenburg zur deutschen Meisterschaft fahren. Allerdings nicht mit dem Fahrrad, oder? Da fahren wir mit dem Radl? Na, ja. Na, eher weniger. Wir wollen es nicht übertreiben. Eher weniger, ja, genau. ja, bei mir war es eher mal so wirklich chill dein Leben. Wir waren einfach nur in Ägypten fahren und in der Sonne gelegen und das war es auch schon. Und ansonsten haben wir ja einiges zu tun gehabt im Sommer auch und Tischtennis war auch und ja, und ein bisschen Erholung war schon. So, also jetzt zu unserem privaten Geplauder, aber wenn es euch jetzt nicht interessiert hat, ihr habt es trotzdem angeschaut, danke. Ja, was haben wir heute in der Sendung? Wir haben heute nicht ganz so viel, weil es war ja nicht nur bei uns Sommerpause, sondern auch an den anderen Standorten und Stützpunkten war Sommerpause. Sprich, die Welt haben wir nicht, aber ein bisschen was haben wir herbekommen. Zum einen haben wir die Stützpunktgründung in Rohr, die ein bisschen besonders ist, weil in Rohr gab es bisher noch keinen Tischtennis oder noch keine Tischtennisabteilung. Das heißt, die haben jetzt erst angefangen, eine aufzubauen. Dank PPP, da haben wir einen Bericht drüber. Dann berichten wir von Rummelsberg. Auch? Auch von Rummelsberg, genau, wir berichten auch von Rummelsberg. Und wir berichten vom Ausflug unserer reiselustigen Fraktion, die sich gedacht haben, sie fahren mal nach Schottland. Jo. Da habe ich einige Bilder gekriegt vom Lars, von der Anke, vom Mike Gühmann, so viele Bilder gekriegt. Ich habe jetzt was zusammengestöpselt und habe was zusammengetragen und habe dann auch noch die Anke besucht in Dietersheim und habe sie da interviewt. Und ja, das haben wir auch noch. Und was haben wir noch? Nee, das war es dann auch schon, ne? Ich weiß, dass ich da mit dem Fahrrad nicht hinfahre, weil es ist mir zu weit. Nach Schottland? Ja. Jetzt steht der Bier nicht so an. Nee, da fahren wir nicht hin. Ah, ja. Bing. Nutella-Wette. Beim letzten Mal hat man die Wette laufen. Nutella-Brot mit oder ohne Butter. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Die meisten Leute essen es tatsächlich mit Butter. Wobei ich sagen muss, die meisten, ich habe mit 2 Stimmen Vorsprung gewonnen. Es waren aber nur 2. Aber es ist die Mehrheit. Ja, man tut keine Butter oder das Nutella. Nicht hinhören. Ihr Lieben, wir legen los, hätte ich gesagt, und zwar mit dem Bericht aus Rohr, weil der ist schon auch ein paar Tage älter. Der war noch im Hochsommer, ihr werdet sehen, anhand der kurzen Hosen und der Bildaufnahme von außen, da ist ein bisschen warm gewesen. Jetzt haben wir draußen eher so das Schmuddelwetter schon. Und ja, viel Spaß mit dem Bericht aus Rohr. Ja, ihr Lieben, ich stehe hier beim TSV Rohr auf dem Vereinsgelände vor der Gebrüder Gastnerhalle und vor dem Vereinsheim hier vom TSV Rohr. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind ganz gespannt, denn heute wird hier der 45. Stützpunkt eröffnet. Günter Gehring, der Stützpunktleiter hier beim TSV Rohr, hat heute quasi die Ehre und hat heute das Kick-Off oder die Kick-Off-Veranstaltung. Das heißt, heute ist soweit, es geht los. Wespe? Tiere hat es auch hier beim TSV Rohr. Nein, Spaß beiseite. Ja, also wie gesagt, ich freue mich, dass es heute hier losgeht. Ich finde es auch ganz speziell und freue mich deswegen auch riesig, denn es gibt hier noch gar keine Tischtennisabteilung. Das heißt, der TSV Rohr geht dieses Wagnis ein und sagt, wir gründen mal eine Tischtennisabteilung und fangen gleich mal mit PPP an. Das ist natürlich mutig, finde ich klasse, kann man gerne nachmachen für alle Vereine, die draußen zuschauen und sich denken, ach, das ist eigentlich auch was für uns. Tut's, rentiert sich auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen? Ich stehe jetzt hier und wir hoffen, dass ein paar Leute kommen. Wir wissen noch nicht genau, was uns heute erwartet. Wie gesagt, neuer Stützpunkt, keine Abteilung hier. Es spielt hier keine Tischtennis in Rohr. Also spielen schon, aber nicht im Verein.
Und darum sind wir ganz gespannt, was uns heute hier erwartet. Und ich würde sagen, bevor ich dann rumlaber, ich nehme mich mal mit rein in die Halle und gucken wir mal, was da drin schon los ist. Viel Spaß mit dem Bericht aus Rohr, vom TSV Rohr, vom neuen Stützpunkt von Ping Pong Parkinson. Also wir stehen jetzt hier außerhalb der Halle, außerhalb der Gebrüder Gastenhalle hier in Rohr beim TSV Rohr. Und ich habe den zweiten Vorsitzenden vom TSV Rohr hier bei mir, und zwar dem Heiko. Heiko, grüß dich, servus. Hallo, grüß dich, Sven. Heiko, der erste Tag ist rum, der erste ist das Kickoff quasi. Wir haben es hinter uns gebracht mit viel Erwartung. Hast du es so erwartet, wie es jetzt heute gelaufen ist hier beim Stützpunkt in Rohr? Ja, muss ich sagen, ich bin voll zufrieden. War aus meiner Sicht eine ganz runde Sache. Waren auch mehr Teilnehmer da, als was wir eigentlich gedacht haben. Ich fand es super, auch die Atmosphäre, ich glaube, unter den Teilnehmern war jetzt schon gut. Und ich denke, darauf kann man aufbauen. Definitiv, die Atmosphäre war wirklich toll. Ist auch super gemacht gewesen, muss ich sagen. Der Günther, der Stützpunktleiter hier, hat Kuchen mitgebracht. Es waren Tische aufgestellt, also nicht nur Tische zum Spielen, sondern auch Tische, wo man sich hinsetzen kann und auch Kuchen essen kann. Finde ich perfekt, dieser Mix aus diesem gemeinschaftlichen, diesen Gemeinschaftssinn. Ich glaube, das macht es aus, ne? Dass man sagt, man kommt hier gerne her, weil eben man muss nicht unbedingt nur an der Platte stehen und spielen, sondern man kann auch mal sich hinsetzen, mal ein bisschen ratschen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mix, ne? Definitiv, da kann ich dir nur voll zustimmen, weil das ist ja genau das, was ausmacht. Nicht nur der Sport verbindet, sondern auch die Gemeinschaft verbindet. Ja? Und hier ist beides dann gegeben und das wollen wir ja haben und das soll auch das Ziel sein. Und ich denke, das kann man hier super umsetzen. Auf jeden Fall. Heike, noch eine andere Frage. Ping Pong Parkinson war für euch ja völlig neu. Tischtennis ist eine ganze. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal eine kleine Gruppe hier, die gespielt hat, die sie leider dann zerschlagen hatte. Was sagst du denn zu dem Thema Ping Pong Parkinson? Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden? Ja, aufmerksam bin ich geworden durch den Günther im Endeffekt, Günther und durch dich, Sven. Ja. Für mich war das völlig Neuland. Ich habe mir darunter nichts vorstellen können. Ich habe Parkinson und Ping-Pong nicht miteinander verknüpfen können, ja, muss man ganz klar sagen. Ich wurde von euch dann etwas Besseren belehrt und war dann eigentlich von Anfang an dabei, dass wir das gerne umsetzen beim DSV Rohr. Ich finde es als sehr, sehr runde Sache. Man hat ja heute sogar schon gemerkt bei dem einen oder anderen, der wo sich danach besser bewegt hat, wo er gespielt hat. Und das ist ja genau das Thema, wo wir eigentlich fördern wollen und da vieles zusammenbringen. Das ist, du hast genau recht. Ja. Man hat es heute auch schon gesehen, wie Sie es auch gesagt haben. Ich meine, der Günther sagt es ja selber auch, er wird es vielleicht nachher im Interview auch nochmal erwähnen, dass es ihm selber auch sehr gut tut. Es tut jedem gut, dieser Sport. Tischtennis kann auch jeder spielen, oder? Kann doch jeder von jedem Alter. Hat man ja heute schon gesehen, da war ja auch jedes Alter schon fast dabei. Also unser ältester Teilnehmer war ja über 80, ja. Ja, hat auch genauso mitgespielt, waren auch junge Teilnehmer da und da spricht ja nichts dagegen. Also ich glaube, es gibt keine Altersbeschränkung. Das ist sicher, gibt es keine. Heiko, ich danke dir fürs Gespräch. Danke auch nochmal, vielen Dank, dass wir hier den Stützpunkt aufmachen durften. Danke an den TSV Rohr und euch dann viel Glück mit der neuen Gruppe und dass das hier einschlägt wie Bombe. Wenn es so weitergeht wie heute, dann sehe ich da überhaupt keine Probleme. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Danke Sven für alles, dass das wir so ermöglicht haben im Endeffekt, dass das funktioniert zusammen mit euch, dass wir da diesen Stützpunkt jetzt kreieren. Und ich bin sehr zuversichtlich. Ich denke, das wird laufen.
Und ja, auf eine gute weitere Zusammenarbeit. Auf jeden Fall. Danke dir. Bitte. Ich habe den nächsten Interviewgast hier, und zwar den Stützpunktleiter, den brandneuen Stützpunktleiter hier in Röhr zum brandneuen Stützpunkt. Erstmal Günther, Gratulation zum Stützpunkt. Ging ja heute schon Bombe los. Ja, vielen Dank, Sven. Gerne doch. Günther, du hast dich bereit erklärt, den Stützpunktleiter zu machen. Wie kamst du denn auf die Idee, überhaupt einen Stützpunkt hier in Röhr zu gründen? Ja, ich habe in der Fachklinik mal erfahren, dass Tischtennis gut ist für Parkinson oder für die Bewegung zu verbessern. Und da habe ich mal umgeschaut und habe gehört, dass auch die 48er in Schwabach einen Stützpunkt haben. Da habe ich mal umgeschaut und dann habe ich den entsprechenden Leiter auch angesprochen, den Sven, der bei uns ja auch in der Ortschaft in Röhr wohnt. Wer ist das? Und so bin ich dazugekommen praktisch. Super. Und da war es eigentlich dann schon fast perfekt, mit dem Sven zusammen das zu kreieren und zu erstellen. Es ging wirklich schnell, es ging auch unkompliziert, muss ich echt sagen. Dann nochmal Dank an den TSV auch und an dich, dass du überhaupt die Initiative ergriffen hast. Ich habe schon mal ganz früh mit dem Gedanken gespielt, vor ein paar Jahren, denke mal, Ruhe, ich bin mein eigenen Sportverein. Aber ich habe auf der Webseite gelesen vom Tischtennis, denke mal, gut, die haben nichts, dann gehe ich halt nach Schwabach. Ne? Aber jetzt sind wir ja auch hier in Ruhe. Günther, du hast selber auch die Krankheit, hast du gesagt. Wie kommst du damit zurecht in deinem Alltag? Ja, ich meine, ich bin jetzt seit 4 oder 5 Jahren, habe ich die Krankheit praktisch, ist bekannt bei mir. Ich meine, ich komme noch ganz gut zurecht, wenn meine Medikamente nehmen, funktioniert es einigermaßen. Natürlich kommt immer mal so eine Phase dazwischen, wo es ein bisschen schlechter läuft. Aber wie gesagt, durch die sportliche Aktivität kann ich mich eigentlich ganz gut halten. Aber wie gesagt, das ist halt so, ein bisschen auf und ab haben wir immer dabei. Das ist ganz normal mit dieser Krankheit. Das ist richtig, ja. Jetzt sagst du es gerade, sportlich betätigen. Du hast ja schon heimlich ein bisschen vortrainiert mit Tischtennis, aber ich höre mit deinem Bruder, dass auch hier am Stützpunkt nicht schlecht dasteht, und er steht nicht schlecht da, er spielt echt gut Tischtennis. Merkst du da schon was, wenn du Tischtennis spielst? Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt vor einem Vierteljahr angefangen bei meinem Bruder. Er hat zu Hause im Keller eine Platte stehen. Und dann haben wir den Gedanken gespielt, fangen wir mal an, probieren wir es mal aus, ob es auch was bringt. Und tatsächlich, ich habe es gemerkt, die ersten Übungen, die wir gemacht haben, die ersten Einheiten waren schon positiv und ich habe mich danach besser gefühlt. Und das war auch letztendlich dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, wir machen das ganz, ganz offiziell hier beim ÖDSV in der Halle, wo man auch viel mehr Platz hat und viel mehr Möglichkeiten hat, eben sowas aufzuziehen. Ja, perfekt. Jetzt haben wir heute den ersten Tag hinter uns, den Starttag vom Stützpunkt hier in Röhr. Wie fandst du den Tag heute? Ja, schon sehr gut. Ich meine, gar nicht über den Erwartungen eigentlich. Man weiß immer nicht richtig, was man erwartet, aber wie gesagt, mit 3-4 Leuten habe ich gerechnet und das waren dann doch 10, 12, 14 und auch alle Altersgruppen da. Das war besser, als ich erwartet, definitiv. Wir hatten es vorhin mit dem Heiko drüber, dieser Mix auch zwischen den Gesunden und den Kranken, sage ich jetzt mal zu den Punks, sondern dieser Mix aus Freizeitspielern, glaube ich, das macht schon Sinn, dass man das paart, das Ganze, oder? Absolut, das ist auch ganz gut für die Erkrankten, die praktisch dann zusammenkommen mit den anderen und auch vielleicht die Gesunden, die merken, dass die Kranken praktisch ja, genauso Tischtennis spielen können und dass da nichts fehlt. Und das ist das Thema eben, dass eben viele Leute vielleicht sich zurückziehen, nicht in die Öffentlichkeit gehen und genau das soll man eigentlich vermeiden, wenn man diese Krankheit hat, dass man so weitermacht, eigentlich als wie wenn nichts wäre im Prinzip. Genau, quasi runter vom Sofa ran an die Tische, ne? Runter vom Sofa ran an den Tisch. Günther, ich danke dir fürs Gespräch, ich wünsche dir viel Erfolg hier in Röhr. Ich werde euch noch eine Zeit lang begleiten, auf jeden Fall, dass ihr oft kommt, wie es irgendwie geht. Ich wohne ja ums Eck quasi, ich habe es ja fußweit, nicht wirklich weit, fußläufig. Und ja, Vielen Dank, Sven, für die Unterstützung auch. Ne? Sehr gerne. Das war sehr nett von dir und auch professionell gemacht. Und wir geben uns Mühe. Gute Zusammenarbeit. Auf jeden Fall weiterhin gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Und dir, wie gesagt, viel Spaß hier am Stützpunkt in Ruhe. Danke.
Ja, das war der Bericht aus Rohr. Ja, ihr seht, da ist einiges los. Mittlerweile kann ich berichten, weil ich da ja, es ist ja hier, auch hier, wo unser Studio ist, wo mein Zuhause ist, ist ja Rohr. Und ich habe es hier 5 Minuten zu Fuß zur Sporthalle. Und mittlerweile sind da an den Mittwochtagen, an Mittwochs, wo trainiert wird, tagsüber sind so zwischen 15 und 20. An den Samstags sind immer so zwischen 6 und 10. Also es hat richtig gut eingeschlagen hier. Auch Leute mit Parkinson. Es sind mittlerweile 6 Leute mit Parkinson, die immer wieder abwechselnd da oben. Da oben deswegen, es ist hier am Weilerer Berg. Es ist am Berg oben für euch Flachländler. Das ist das wo die Erde so aufgehäuft ist. Das sind Berge. da sind wir eben groß am Aufbauen. Macht wirklich Spaß da drum. Und ja, da wird noch mehr gehen. Da wird noch mehr gehen, bin ich mir sicher. Wie viele Höhenmeter habt ihr denn? 12. Ich habe keine Ahnung, wie viele Höhenmeter das sind. Es ist nicht weit. Es ist ein Hügelchen. Also ein Hügel. Es ist ein Hügelchen, ja. Heißt aber Berg. Weilerer Berg. Angeber. Nutella, Butter, 2. Mehr Stimmen. So viel zum Thema Angeber. Aber auf dem Hügel wohnen. Berg. Ab wann beginnt der nächste? Ab wann beginnt Berg? Was ist noch Hügel? Nein, schon. Wir fahren mal weiter schnell nach Schottland, bevor wir uns hier verirren in unserer Diskussion. Dann nochmal vielen Dank an den Mike, an den Lars, an die Anke für die vielen Bilder und die Videos. Ich wusste echt nicht, was ich nehmen soll. War schwer. Ich hätte da fast eine Stunde draus machen können. Und auch nochmal danke an die Anke, dass sie sich für das Interview bereit erklärt hat. War auch ganz, ganz schön, werdet ihr auch sehen. Und dann reisen wir jetzt mal nach Schottland. Ja. Viel Spaß in Schottland.
for short in every news. It was no Scotland. No Scotland. No Scotland. Ja, ich stehe jetzt hier in Dietersheim bei der Anke. Hi. Anke, grüß dich, hi. Hi. Die Anke war, wie man am Outfit schon sehen kann, sie war in Schottland unterwegs. Ja. Schön zu sehen, genau. Und ja, die Anke hat sich bereit erklärt, ein bisschen was zu erzählen über Schottland, über die Geschichte. Ihr wart im August ja bei dem Turnier. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass ihr zu dem Turnier fahrt? Wie seid ihr denn überhaupt darauf aufmerksam geworden? Oder wie habt ihr denn erfahren, dass ihr da hin möchtet? Oder? Also erfahren haben wir es über den Lars. Der hat ganz gute Kontakte zum Brian und zum Terry. Und dann sind wir... Aus Spaß oder Ernst, ja. Und dann haben wir uns dort angemeldet und es war eine Gruppe von 15 Deutschen. Eine echt witzige Reisegruppe und ja, ein tolles Turnier. Okay. Wie ist denn die Anreise verlaufen nach Schottland? Die Anreise war super, ohne Probleme mit dem Flieger hin. Dann hatten wir einen Tag in Glasgow noch Aufenthalt und haben dann am Donnerstag den Rest der Truppe getroffen und wurden dann von den Schotten nach Largs gebracht. Da fand das Turnier dann auch statt und da hatten wir unsere WG und jede Menge Spaß. Jede Menge Spaß, das klingt doch schön. Das Turnier selber, wie ist es verlaufen? Wie seid ihr aufgenommen worden in Schottland? Also der Empfang war super. Wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt und zwar sind wir alle mit Schottenröcken einmarschiert und Fähnchen. Sieht man im Video, ja genau. Ja, und ja, das cool. War, also es kam super gut an und von da an waren wir die German Knights und es war einfach witzig, ja. Schön. Tolle Gastfreundlichkeit, ja. Also Gastfreundschaft groß geschrieben worden. Mega. Also auch in Schottland gibt es die PPP-Familie, auch dieselben Gedanken. Definitiv. Wie auch, ja. Ne? Schön, schön, schön. Wie lief denn das Turnier an sich für dich? Also ich habe im Mix gespielt, im Doppel und im Einzel. Und ja, ich habe einfach richtig Bock gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht, es ist gut gelaufen. Und ja, hatte tolle Partner und bin auch im Einzel ganz gut durchgekommen. Ich sehe da was liegen auf dem Tisch. Da liegt was rum. Soll ich mal holen? Hol's doch mal. Also du warst aber erfolgreich. Ja. Für was war die Medaille? Für? Im Einzel der dritte Platz in der Klasse 1. Halt's doch mal schön in die Kamera. Tada! Tada. Coole Geschichte, ja. Ja, hat mega Spaß gemacht. Glaube ich das Wort, ja. Was war denn so drumherum um das Turnier? Gab's da ein gewisses Programm oder... Habt ihr was getrieben? Oder erzähl doch mal ein bisschen Insiders, die vielleicht nicht jeder wissen. Also wir hatten bestes schottisches Wetter. Regen? Aber vom Feinsten. Echt? Es war sowas von nass. Also das war echt, echt nass. Okay. Ja, wir sind am Strand entlang Brötchen holen und haben echt so eingemummelt. Und dann kam so ein Schotte vorbei mit dem Fahrrad. Und wir haben nur gedacht, Donnerlütchen. Also ja, okay. Das war die erste Erfahrung. Ansonsten haben wir Händeringe nach einer Tischtennisplatte gesucht und sämtliche Gegenstände bespielt, bis es dann am Freitag losging mit dem Training. Genau, und Freitag dann Training alle miteinander. Abends waren wir im Pub. Ah, schön. Und Fish and Chips essen und es war einfach schön. Der Klassiker. Ja. Fish and Chips. Mhm. Fish and Chips und Tischtennis. Perfekt, perfekt. Anke, ihr hattet ja sicher auch Begegnungen in Schottland mit den Schotten. Habt ihr denn auch ein bisschen euch austauschen können, beziehungsweise habt ihr neue Freundschaften schließen können? Ja, definitiv. Also auf jeden Fall mit den Schotten, aber auch mit den Damen, also den Grand Dames, ja, die wir in Düsseldorf vor einem Jahr noch die Großen waren und so. Wir wurden einfach ganz freundschaftlich aufgenommen. Das war toll. Also tolle Gespräche. Alle haben dieselben Geschichten und Erfahrungen und Probleme und das war eine ganz tolle Erfahrung wieder. Mhm. Ich freue mich schon aufs Wiedersehen auch, ja. Und ja, wie es halt ist, PPP-Familie. Schön gesagt, PPP-Familie. Die Deutschen haben ganz gut abgeschieden, glaube ich, auch generell über den Turnier. Mhm. Ich glaube, es gab insgesamt 23 Medaillen. Puh. Ja, krass. Das war ganz,
ganz schön und ja, es war einfach eine schöne Party da. Ja. Schön, cool. Mhm. Und man hat gehört, Zugfahrt heimwärts war jetzt nicht ganz so der Burner? Ja, also es war erfahrungsreich, interessant. Ich habe viele schöne Ecken Deutschlands gesehen. Die du auch sehen wolltest, oder? Naja, man wächst an seinen Erfahrungen. Ich habe 24 Stunden von Düsseldorf heimgebraucht, ja. Wahnsinn. Ja, die DB, ne? Macht's die möglich. Die DB. Angie, wenn ich dich schon mal hier habe, unterstützt du da drin von Dietersheim? Wie läuft es denn in Dietersheim derzeit? Wie ist der Stützpunkt aktiv? Ich glaube, ihr seid ja ziemlich aktiv, ja, ne? Also wächst ja auch stetig, wenn ich es so, genau, so mitkriege. Wir sind jetzt mittlerweile 15 aktive Spieler mit Angehörigen 20 ungefähr. Mhm. Wir haben mittlerweile jetzt einen regelmäßigen Stammtisch. Schön. Genau. Was auch wirklich cool ist, ist, dass einige von den Parkis jetzt in der Mannschaft mitspielen. Mhm. Also auch die Inklusion funktioniert mittlerweile ganz gut. Also das passt gut, das wächst zusammen. Und wir haben jetzt auch verschiedene Vorträge geplant. Also wir bekommen mal Besuch vom VDK, der uns was erzählt zum Thema Schwerbehindertenausweis und Erwerbsminderungsrente oder was zum Thema Ernährung, Boxen. Also wir sind jetzt ein bisschen breiter gefächert auch, ja. Okay. Ja. Das klingt schön, klingt gut. Man macht das quasi ähnlich wie in Schwabach bei uns auch. Wir haben ja auch jetzt einige Parkis, die in der Mannschaft mitspielen. Mhm. Sehr erfolgreich, habe ich gehört. Finde ich, ja, der Clemens hat seinen ersten Sieg eingefahren. Hier mal an den Gruß an den Clemens. Erster Sieg im Mannschaftsspiel, klasse. Macht auch Spaß. Da sieht man, dass Inklusion groß geschrieben wird. Auch schön, dass das in Dietersheim auch so funktioniert. Gefällt mir gut, schön. Also mit den Vorträgen, gute Idee, vielleicht eine Idee für uns alle. Was ist als nächstes geplant in Dietersheim? Ho! Ja, wir fahren erstmal zur WM, würde ich sagen. Okay. Dann wollen wir zum Deutschlandcup. Und dann schauen wir mal. Startercup ist bestimmt auch wieder irgendwann demnächst. Stimmt, ja. Startercup stehen ja auch einige an. Wir fahren ja zur WM nach WM, sag ich, zur Deutschen Meisterschaft nach Oldenburg. Mhm. Aber nicht mit der Bahn, ne? Fahren wir dann mit der Bahn? Nach Oldenburg ist es ja auch sehr weit. Deswegen denke ich, fahren wir vielleicht mit dem Auto, weil mit der Bahn, das wäre schon fast. Nein. Okay, fahren wir nicht mit der Bahn. Ja. Angela, dann danke ich dir fürs Gespräch, vielen Dank für die Zeit. Jo. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei den Dietersheim. Viel Erfolg auch bei der WM. Mhm. Und man sieht sich demnächst mal irgendwo bestimmt. Bei der WM sind wir leider nicht dabei, die Kate und meine einer. Also das PPP, Deutschland Magazin, wird da nicht vertreten sein, aber ich bin mir sicher, ich kriege Bildmaterial. Aber wo? Da kannst du sicher auch ein bisschen was beisteuern. Aha, ich bin hiermit festgenagelt. Wir brauchen Bildmaterial aus Schottland. Da quatschen wir mal in Ruhe drüber. Ja. Schottland und Slowenien. Und Slowenien, genau. Ja, Schottland haben wir schon was. Und Slowenien. Ja, fängt beides mit S an. Von daher alles gut. Alles gut. Angie, danke dir. Und Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin und wir sehen uns. An der Platte. Am Tisch. Ja, am Tisch. Nicht Platte, sagt ihr, Gottes Willen. Hauberla. Wir spielen jetzt Mannschaft, da heißt es doch Tisch. Okay, also er spielt jetzt auch Mannschaft, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ja. Ein aufstrebendes, junges Talent. Meint sie. Wir sagen Tschüss aus Dietersheim. Ciao. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück aus Schottland. Das war's von dem schottischen Bericht. Und ich habe eben von den Leuten auch gehört, die eben dabei waren, dass die nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit nach Schottland reisen werden, sofern es das Turnier wieder gibt. Aber was ich gehört habe, gibt es. Und von daher geht's dann nächstes Jahr für einige wieder nach Schottland. Bestimmt eine schöne Reise. Schönes Land und sehr gastfreundlich soll es dann auch gewesen sein. Von daher, ja. Ja, das war's von Schottland und jetzt geht's noch nach in deine Heimatgefilde. Rummelsberg. Ja. Bei Mienberg. Oder Mienberg bei Rummelsberg? Irgendwie so. Oder Burgthann. Gut, Mienberg ist der Vorort von Burgthann. Fast ein bisschen, ne? Ja, aber manche kennen Burgthann wieder eher wie Mienberg. Ja. Jetzt ist wieder die Frage, wer kennt jetzt Burgthann generell da draußen, ne? Aber, ja. Also jetzt die Mittelfranken an sich. Ja. Aber da ist die Stützbegleiterin. Google Maps. Google Maps gucken. Ich weiß, glaube ich, schon mal ein Gewinnspiel mit Rummelsberg, zumindest zu welcher Gemeinde ist, glaube ich, gehört schon mal ein Gewinnspiel. Ne? Also von daher haben dann doch einige geantwortet. Natürlich dank Google, aber macht ja nichts. Schleichwerbung, genau. Google, beep. Aber nur Schleichwerbung. Vielen Dank an diese Naden hier. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Rummelsberg, weil da sind wir ja fleißiger machen. Ne? Ja. Da haben wir ja unsere Vorträge, die laufen. Tischtennistraining läuft. Jo. Leider waren in letzter Zeit viele krank, aber gut, keiner kann was dafür. Geht halt leider rum. Das letzte Mal waren wir auch schon wieder zu siebt. Sieben oder acht, ja. Sieben waren wir, ja. Sieben waren wir, ja.
Sogar mit einem aus Südafrika. Ja. Aus South Africa. Und war ganz, ganz kurios. Der war schon bald auch vor der Zeit da gesessen. Ne? Wir haben uns ein bisschen warm gespielt, weil wir waren wie immer zufällig ein bisschen eher da, dass wir ein bisschen Zeit haben zum Tischtennis spielen. Mhm. Und haben aufgebaut und haben uns warm gespielt. Und dann saß der da schon. Dann haben wir irgendwann gefragt, ob er spielen möchte. Und an der Platte hat er dann gesagt, dass er eben kein Deutsch spricht. Er spricht nur Englisch. Und dann habe ich gefragt, woher kommt er, aus Südafrika. Und naja, also die gehen jetzt aus Südafrika nach Deutschland, weil es bekannt ist, dass in Deutschland die Komplextherapien so gut sind. In Südafrika gibt es sowas in der Art nicht. Und da hat es von Bekannten gehört, die aus Deutschland sind. Und ja, war für uns ganz interessant, mit ihm auch mal zu plaudern. Und wie gesagt, er ist aus Südafrika und hat sich gedacht, ach, der hat das gelesen mit dem Tischtennis, probier da mal aus. Und war gar nicht so schlecht. Ne? Hat sauber gespielt. Der hat sauber gespielt, ja. Vielleicht gibt es, ich weiß gar nicht, ob es in Südafrika schon PPP gibt. Es gibt ja mittlerweile schon so viele Länder PPP. Ja. Müssen wir mal den Faktencheck machen, wie die immer so schön im Fernsehen sagen, aus PPP. Wenn nicht, müssen wir den mal anheuern, dass der da PPP in Südafrika aufmacht. Ja. Müssen wir WM in Johannesburg. Eine Fernreise? Etwas, ne? Ja. Am Wochenende mal hinfliegen, PPP hinfliegen. Das Training machen und dann wieder hol die Ruhe nach Hause. Sauber hinfliegen, das wäre Geschichte, ja. Ja. Nee, waren wir echt überrascht. Die Trainings an sich laufen auch gut. Wir haben sehr viele Leute schon überwiegend hier aus der Region rekrutieren können, sage ich mal, die sich immer wieder mal dann auch melden danach und sagen, Mensch, das war super und wir suchen jetzt einen Verein oder sind jetzt dem Verein beigetreten. Das läuft echt gut. Und wir waren da mal mit der Kamera vor Ort, haben mal den Aufbau gezeigt, wie wir das Ganze aufbauen, die ganze Geschichte, und haben auch ein kurzes Interview mit einem, der dort gerade zufällig auf Komplextherapie war, den wir kennen aus Burgthann. Ja. Der liebe Rüdiger hat uns dann zur Verfügung gestellt und hat sich interviewen lassen, was er zu der Sache in Rummelsberg und Tischtennis sagt. Und da ist auch wieder der Aufruf von alle anderen da draußen. Wenn ihr Kliniken habt, die Interesse haben oder wo ihr sagt, Mensch, das könnte was werden, mit denen sprecht die an. Es bringt wirklich was. Es kostet ein bisschen Zeit und ein bisschen intensivieren und ein bisschen dranbleiben an der Geschichte. Aber es bringt PPP wahnsinnig weiter. Und auch die Leute, darum geht es ja. Es bringt die Leute weiter und die Patienten bringt es weiter. Und die Leute, die wir da trainiert haben, jetzt auch wieder beim letzten Training, die komplett noch nie einen Schläger in der Hand hatten, die waren nach den 2 Stunden so begeistert. Das ist einmal gespielt und man bleibt hängen, das ist einfach so. Auch gerade die sagen, die einfach jahrelang schon immer gespielt haben und jetzt mit dem Parkinson, das verlernt man einfach nicht. Und selbst die haben so einen Spaß wieder dran, ja, und manche sagen, ey, boah, cool, ich gehe doch wieder in den Verein oder ja, macht's es. Es ist unheimlich wichtig und mega. Wichtig. Ja, macht es. Sprecht eure Kliniken darauf an, wo ihr regelmäßig seid. Oder sagt es den Leuten, die in Kliniken sind. Ich sage jedem, wo ich weiß, der geht auf Komplextherapie, sei, nimm Flyer mit, teile die aus, frage, ob du sie auslegen darfst. Es bringt wirklich jeden was. Und ja, kann man nur bestätigen. Ja. Ja, und dann hätte ich gesagt, schalt mal nach Rummelsberg. Ja. Viel Spaß mit dem kurzen Bericht, das ist wirklich kurz, aus Rummelsberg. Hier in Rummelsberg, an der Tischtennisplatte in Rummelsberg. Und habe mit mir dabei den Rüdiger. Rüdiger, grüß dich, hallo. Was sagst du denn hier zum Klinikum Rummelsberg, dass man hier Tischtennis als Therapie mit anbietet? Hervorragend. Ohne diese Tischtennisplatte wäre ich hier eingegangen. Entschuldigung. Ja, da hätte mir elementar etwas gefehlt. Schon, ne? Ja. Es macht es halt einfacher, wenn was hier steht, dass man auch mal an den Tisch rangeht und sagt, man probiert es aus. Ne? Ja, und diese Platte hat auch eine wichtige Funktion in Bezug auf die Gemeinschaft. Mhm, ja, sehr man gut. Turnt zwar zusammen bei dieser Komplexbehandlung und ist dort in der Turngruppe zusammen, aber es kommt zu wenig persönlichen Beziehungen. Mhm, ja. Und die Tischtennisplatte schafft es, Beziehungen herzustellen
Menschen sich näher begegnen zu lassen und im Spiel sich zu begegnen. Das ist schön. Das ist etwas elementar Wichtiges. Das hast du schön gesagt, im Spiel sich begegnen, das ist sehr gut. Jetzt spielt ja hier alles Unterschiedlichste, vom Anfänger bis zum Profi, sage ich mal, fast alles. Wie kommt man denn damit zurecht? Man, du spielst ja schon seit eineinhalb Jahren, du spielst auch sehr gut Tischtennis schon mittlerweile. Wie kommt man denn damit zurecht, dass man auch mit Anfängern spielt? Ist das schlimm für dich, oder? Ja, die Anfänger machen mich fertig. Okay. Die Anfänger spielen Bälle, die Meisterschüsse sind. Mhm. Auf den Rand, dicht am Netz, unhaltbar. Unhaltbar, genau. Unhaltbar. Ja. Und das fordert einen enorm heraus. Ja, okay. Selbst wenn ich schon etwas mehr kann. Ja, ja. Aber genau das sind die Herausforderungen, die ein Könner bewältigen sollte. Und insofern ist jedes Spiel wertvoll und hilfreich. Das ist gut zu hören, hilfreich. Also auch für die Anfänger da draußen, kommt an den Tisch, kommt an die Platte, es orientiert sich auf jeden Fall und macht Spaß. Tischtennis und Parkinson, passt es wirklich auch zusammen? Man, du sagst es ja, es bringt schon was, denke ich. Hast du es bei dir selber spüren können, dass dir dieses Tischtennis was gebracht hat? Und wenn ja, was es dir gebracht hat? Vom Gesundheitsfaktor jetzt her? Vom Gesundheitsfaktor? Das sind die zwei wertvolle Stunden, die ich in der Turnhalle mit anderen zubringe. Und ich denke, diese zwei Stunden sind wertvoll. Danach habe ich zwar auch wieder Schmerzen und es klemmt, aber diese zwei Stunden sind wertvoll. Die schaffen Selbstbewusstsein. Ja. Das heißt, wenn ich mehr lerne und mehr kann und mit anderen mich auch messen kann, und darauf läuft dann auch hinaus, nicht nur ein Lernender zu sein, sondern dann auch ein Spielender oder ein Spielender, dann schafft das mir Selbstbewusstsein und das ist ein Erfolgsfaktor. Erfolgsfaktor, ja. Schön. Wunderbar. Rüdiger, ich wünsche dir noch alles Gute hier in Rummelsberg, alles Gute in Burgtann. Wir sehen uns sicherlich, laufen uns in Burgtann ja öfters mal über den Weg. Sicherlich, ist ja nur ums Eck von mir, bin ja relativ oft bei euch auch im Training, macht auch viel Spaß. Und ja, für euch da draußen, lebendes Beispiel haben wir hier. Geht's zum Tischtennis, probiert's aus, oder? Danke dir und wir sehen uns. Danke. Läuft. Ja, das war der kurze Bericht aus Rummelsberg und ja, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ging diesmal etwas schneller wie sonst, aber macht ja auch mal nichts, ne? Ja, übrigens auch noch vielen Dank an alle, die das letzte Mal uns Feedback geschickt haben zur Sendung. Kam positiv an, waren auch ein paar positive Kritiken, sondern wohlwollende Kritiken angebracht gewesen. Die haben auch beherzigt. Vielen Dank dafür. Das haben wir auch heute so auch schon umgesetzt. Und anderen war immer wieder mal, nicht immer wieder mal, aber bei zwei, dreien kam eben die Rückmeldung, dass das mit dem Hintergrund zwar super ist, aber dass die Bewegbilder nicht laufen sollten, während wir sprechen. Das ist zu nervös, irritiert eher. Im Nachhinein haben wir festgestellt, ja, stimmt, wenn man es sich dann nochmal anschaut, haben wir jetzt weggelassen. Hinter uns bewegt sich nichts mehr, wir sind fast nichts mehr. Ein bisschen was bewegt sich schon noch, aber wir sind überwiegend im starren Studio. Und ja, von daher sind wir für jede Kritik immer gerne zu haben und nur her damit, weil nur so können wir besser werden und interessanter auch für euch. Und es soll ja euch gefallen, nicht uns. Wir machen es ja für euch. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Sachen, die jetzt in Zukunft anstehen. Wir haben kurz jetzt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, sind die ersten schon auf dem Weg nach Laško oder sind sogar schon in Laško in Slowenien. Da ist nämlich die PPP-Weltmeisterschaft. Ja. Und da sind wir zwei diesmal nicht dabei. Klappt nicht. Aber wir wünschen allen ganz, ganz viel Glück, viel Erfolg, drücken euch ganz fest die Daumen, habt Spaß, lasst es euch gut gehen und am Ball bleiben und nicht aufgeben. Und haut die anderen Nationen von den Tischen. Ja. Aber das macht ihr sowieso. Euch wirklich ganz viel Spaß, wir drücken euch die Daumen, aber wie gesagt, der Spaß steht im Vordergrund, habt viel Gaudi und lasst es euch gut gehen da drunten. Und ja, wir werden allerdings trotzdem einen Bericht aus Laško kriegen, weil wir haben einen oder zwei rasende Reporter, nämlich die Anke und den Gunnar. Genau, der Gunnar Saar und die Anke Leidenberger haben sich bereit erklärt. Die machen das freiwillig, Gottes Willen. Wir werden einen Bericht kriegen vom Gunnar, der ist der rasende Reporter. Die Anke wird ihn ein bisschen unterstützen. Und was er daraus macht, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, er hat komplett freie Hand, ob das jetzt gut war im Nachhinein. Was soll man Angst kriegen? Nee, ich denke, das macht der Gunnar, macht das. Ja. Gunnar macht das, bin ich mir sicher.
Der hat mir schon einige Ideen geschickt und fand ich alles super. Und der macht da quasi einen Bericht aus Laschko, sodass wir dann danach auch wirklich eine Sondersendung bringen können, die auch wieder nur über die WM geht, so wie ihr es gewohnt seid. Und die kommt dann auch relativ schnell im Anschluss der Weltmeisterschaft, wenn der Gunnar und die Anke das Equipment wieder heil zurückbringen. Aber da bin ich mir sicher, das schaffen sie. Und ich hätte noch einen kurzen Zwischenanruf an all die Trainer, die uns nicht trainieren, aber uns trotzdem zur Seite stehen und Tipps geben. Dankeschön. Das ist eine Sache, die ist viel wert und da sieht man auch einfach den Zusammenhalt. Danke das, an euch. Das ist richtig, da hat die Kate recht. Das haben wir auch selber erfahren dürfen, schon bei den deutschen Meisterschaften, ja. Letztes Mal auch bei den Weltmeisterschaften, dass uns Trainer Tipps gegeben haben, die entweder gar nicht zu unserem Land können oder auch gar nicht uns angehören, unserer Gruppe, aber sie waren trotzdem da und gesagt, Mensch, das könnt ihr besser machen. Da schaut also wirklich. Uns einfach, sag ich, ein bisschen coachen und genau. Danke dafür. Ja, danke an alle, die da uns gute Tipps gegeben haben, also nicht nur uns, sondern auch vielen anderen auch. Ja. Macht weiter so, weil es hat nicht jeder Verein die Möglichkeit oder jeder Stützpunkt, sich die Trainer mitzunehmen. Und von daher finde ich es klasse, wenn dann die anderen Trainer, die da sind, die anderen auch unterstützen. Top Geschichte. Genau, und dann haben wir noch, was hatten wir denn noch gesagt? Unseren C-Trainerschein? Ja, genau, Trainer. Hätte ja selber drauf kommen können. Trainer und Trainerschein. Wir zwei Hübschen machen weiter mit dem C-Trainer. Bei uns geht es jetzt dann, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, in einer Woche drauf, geht der C-Trainerschein weiter. Wir werden auch davon berichten. Mal schauen, wie es da dann abgeht. Mhm. Jetzt wird es interessant werden. Ja. Ja. Jetzt geht es dann in die Vollen. Wir haben jetzt noch zwei Wochenenden dann und dann ist auch schon Prüfung. Oh, okay, kriegen wir hin. Mhm. Ja. Schiss in der Buchse, aber sonst geht's. Kriegen wir hin. Wir verzaubern die einfach alle. Genau, wir haben den C-Trainerschein und wir fahren vorher aber noch nach Dorsten. Ja. Wir fahren zum Deutschlandcup. Einige fahren zum Deutschlandcup, also nicht nur wir, sondern eben auch einige von da draußen. Ich habe jetzt erst gestern oder vorgestern die Rückmeldung gekriegt aus Dorsten von dem Abteilungsleiter dort und Vorstand. Momentan sind es irgendwie, glaube ich, von den 16, die gemeldet waren, sind jetzt noch 11 erstmal da, die fahren. Und nähere Infos kommen, aber sie rechnen aber trotzdem mit 16 Mannschaften. Also da werden 16 Teams anrücken, fünf Spieler, Spielerinnen. Und wir sind schon ganz gespannt. Wir haben auch schon Zimmer organisiert und ja, fahren eben auch mit einer Truppe dorthin und treffen da ganz viele von euch. Da freuen wir uns schon drauf, dass wir viele sehen werden. Und natürlich gibt es dann auch aus Dorsten einen Bericht, ganz klarer Fall. Und dann, Dorsten und Bericht, da fällt mir noch was ein. Bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Da bin ich wieder, weil vom Dorsten zum Thorsten. Tada! So, unser aller Chefe hat ein Buch geschrieben und wir haben auch schon eingespitzt. Also ich habe noch nicht alles gelesen, weil da fehlt mir irgendwie noch ein bisschen die Zeit. Aber das, was ich gelesen habe, ist sehr gut. Echt empfehlenswert. Ist nicht nur, weil es jetzt unser Capo ist, sondern es ist wirklich ein lesenswertes Buch. Könnt ihr bestellen über den Thorsten. Und ja, ist wirklich sinnvoll. Haben sich selbst unsere Trainer, haben sie es gekauft und haben sie es gelesen und haben es für gut befunden. Also muss da was dran sein. Der Mann hat Ahnung vom Tischtennis. Meint man, ne? Ja, nee, hat er auch, ja, Gottes Willen. Nee, Buch ist echt zu empfehlen und ja, ganz gut geschrieben. Und nochmal vom Thorsten nach Dorsten, was ich mega finde, ich habe einen Tischtenniskollegen, der von Dorsten kommt und er freut sich ultra, dass wir ihn mit in seine Heimatstadt nehmen. Der spielt mittlerweile in Burg Tann und wir haben einen Ersatz gebraucht für einen und dann haben wir ihn angeschrieben, ja. Und gefragt und warum sagt er, es ist seine Heimatstadt. Also so klein ist die Welt, so kommt der Herr mal wieder nach Dorsten. Dort aufgewachsen, in die Schule gegangen. Und er freut sich riesig, dass wir mitnehmen. Ja. Fährt er aus Bayern nach Dorsten, kommt aus Dorsten. Sauber, sage ich. Wir freuen uns auf alle Fälle. Definitiv. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch schon auf die Ausgabe Nummer 12, beziehungsweise dann auf die Sonderausgabe. Das hat ja immer keine Nummer, sondern es wird eine Sondersendung geben von der Weltmeisterschaft aus Slowenien. Und danach kommt dann die Nummer 12. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erst kommt, wie gesagt, die Sondersendung. Und das war es soweit von uns. Haben wir noch was? Nee, wir sind eigentlich durch mit der ganzen Nummer. Ja, das war's. Ihr Lieben, bleibt uns so weit, wie es geht, gesund. Ja. Kommt vor allem gesund wieder aus Slowenien zurück, dass nichts passiert an den Tischen oder auch auf der langen Anreise, weil gerade die aus Norddeutschland haben wirklich eine sehr weite Anreise. Kommt sicher an. Ja. Mäuschen würde ich ja gerne spielen in den Bus, der da fährt. Ne? Mhm. Der hätte ich gerne Mäuschen gespielt. Ja. Da habe ich schon fast mal überlegt, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch mitgefahren war, ich war schon angemeldet, also nicht den Bus, sondern für die WM an sich, musste ich aber leider wieder abmelden, aber habe ich schon überlegt, ob ich nicht mich sogar
schon in Nordhorn in den Bus setze, allein schon wegen der Gaudi, weil das muss der Riesenfeed sein. Ich kenne Busfahrten, lange Busfahrten vom Eishockey und ich weiß, was da abgehen kann. Und da hätte ich gern Mäusli gespielt mit Kamera, weil vielleicht ist es besser, als wäre ohne Kamera gewesen, man weiß es nicht. Ja, also vielleicht kriegen wir auch einen Bericht aus dem Bus. Wäre natürlich noch genialer, wenn sich jemand bereit erklärt, der mit diesem Bus mitfährt, einfach mal ein paar Aufnahmen zu machen. Einfach, dass man ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie ich weiß nicht, wie viele Stunden werden die fahren. Also allein schon von Nordhorn bis hier, bis zum Süden runter, bist du schon gute 6-7 Stunden wahrscheinlich unterwegs. Wenn es reicht, das reicht gar nicht wahrscheinlich. Aber ja, ihr seid auf jeden Fall länger unterwegs. Nehmt was zu essen mit, es könnte länger dauern. Und ja. Kaffee. Und Kaffee. Und ein Bierchen vielleicht. Oder ein Pikolöchen. Pikolöchen. Dosensekt. Dosensekt. Jetzt geht es zum Alkohol, wir müssen Schluss machen. Ihr Lieben, bleibt uns wie gesagt gesund. Vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt uns, wenn ihr welche Ideen habt, auch wenn ihr Beiträge, wenn ihr sagt, Mensch, kommt doch mal bei uns vorbei oder schickt uns Beiträge, wo ihr sagt, das ist mal erwähnenswert, von irgendwelchen Vereinsfesten bei euch, von Stada-Cups, von irgendwelchen öffentlichen Auftritten, irgendwelchen Infoabenden, Benefizkonzerten und was weiß ich, was alles. Schickt uns das oder schreibt uns an. Wir kommen, wenn es möglich ist, mit der Kamera sogar vorbei. Meine nächste weite Reise, ich bin übrigens dann mal wieder in Richtung Flensburg unterwegs, ich versuche es nochmal, und zwar nach Harrislee. Die haben da einen Weihnachts-Stada-Cup und der ist im Ende November, genau, Ende November, Anfang Dezember, das letzte Novemberwochenende. Und wer sich noch erinnert, an eine der letzten Sendungen war ich ja schon mal in Flensburg, war schön dort, nur die Fahrt mit der DB war etwas. Ich würde mir was zu essen, zum Trinken mitnehmen, Toilettenpapier und einen Schlafsack. Und ein Pikolöchen oder ein Bierchen. Nicht? Ich würde eine Kiste Klopfer mitnehmen. Das ist eine gute Idee, ja. Für die Mitreisenden. Mhm. Jeder darf mal. Ich bin gespannt, was das da diesmal wird. Mhm. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Wie gesagt, da auch schon mal vielen Dank nach Harrislee für die Einladung. Da ist schon auch alles schon in trockene Tücher. Und ja, jetzt, wie gesagt, machen wir Schluss. Euch noch viel Spaß. Wie gesagt, schreibt es uns, auch wenn irgendwie Lob, Kritik, Anregungen, wenn was ist. Ja. Und wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, Glocke drücken. Dann ist der Kanal abonniert, bekommt ihr immer alles Neue, PPP aktuell, PPP Deutschland Magazin und PPP Talk. Diese drei Formate kriegt ihr dann immer sofort aufs Handy oder auf den Laptop oder wo auch immer ihr euch angemeldet habt, als Meldung, dass es jetzt was Neues gibt. Das heißt, ihr seid immer am besten informiert von allen. Und sonst war es das. Ne? Jo. Dann sagen wir Tschüss aus Rohr in die weite Tischtenniswelt da draußen. Ade. Ade. Immer am Ball bleiben. Immer am Ball bleiben, wie der Thorsten sagt, genau. Immer am Ball bleiben. Und immer lächeln und winken. Stellen oder querstellen oder wie stellen wir das? Welche wir das machen? Am besten stellen wir es am Kopf. Ich will ja noch ein Bildchen. Achso, du bist doch im Bild? Ja. Training, dann warst du der 10.11. Aber 8. 10.11. August. Ja, nee. 10.11. August war aber Training dann. Das Wochenende halt. Ja, der wascht die Arbeit, aber so geht's. Geht. Das ist geil. Also ich habe im Sommer meine Base gechillt. Die Base gechillt? Mal laufen. Mal rausschneiden. Ja, ich komme mit Punkte gewesen. Hm. Ja. Also legen wir los, oder? Ja. Bei 5. 5. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschland Magazin, das schon scheiße ist. Vielen Dank, Startup Hamm, für die Unterstützung.